Und damit herzlich willkommen zurück zu Episode Nummer 6, Level 5, nee, Level 4, mit mir, dem leicht genervten Philipp Drachenberg, das gerade seine Audiospur zerhackt hat. Ja, danke für nix. Arschgesicht-Programm. So, also gut, dann haben wir das jetzt schon mal zusammengebaut und solle jetzt hier dieses leichte Game hier starten, indem wir hier die Sturmtruppler abballern. Die Köpfe hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum es mir gerade meine Audiospur zerhackt hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade Tee bekommen habe. Aber keine Ahnung. Danke nochmal an den Tee. An meine Schwester war das. Danke. Und ja. Mann, was soll denn das? Wieso machst du das? Mann, ich finde das fies. Ich habe das gerade so schön kommentiert gehabt. Egal. Auf jeden Fall müsste man jetzt dann das Game hier bald mal durch haben. Sowas ähnliches haben wir ja schon im Jabbas Palast gehabt. Ja, also arg viel neues Zeug will ich euch auf jeden Fall nicht erzählen können, wie beim ersten Durchgang von Kommentiere. Da ist jetzt schon das Minikit. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Herausforderung, die es uns nicht richtig anzeigt, die ich aber trotzdem drin habe. Helmtrommel heißt die Herausforderung, das weiß ich gerade, weil ich gerade die Credits vorgelesen habe. Und zwar müssen wir dazu den Sturmtruppler einmal den Helm vom Kopf pusten. Das hat es im Let's Play nicht richtig angezeigt. Oder ich habe es einfach irgendwie im Let's Play weggebackt bekommen. Keine Ahnung. Ich habe die Aufgabe jetzt erfüllt. Drei Helme wurde vom Kopf gepustet, so wie ich es gesagt habe. Und jetzt wichtig, nachdem ihr das hier habt, nehmt auf jeden Fall das rechte, also D in dem Fall. Denn dann wird die Mauer freigesprengt und der AT-ST kommt auf jeden Fall. Also auf gut Deutsch, der AT-ST kommt hier durch. Der Kampfläufer Heinz hier. Und dann geht hier die Mauer auch kaputt und wir können nach dorthin laufen. Dort erwartet uns dann die Aufgabe, den AT-ST bis nach hinten zu verfolgen. Dazu habe ich einmal eine Cut gemacht, weil beim ersten Durchlauf habe ich ihn aus Versehen schon zuerst kaputt gemacht. Aber jetzt nach hier oben zielen mit einem Repetierblaster und das Gold einfach kaputt ballern. Dann fliege hier wie beim klassischen Film die Steine runter und habe die klassische Herausforderung auch zerstört. Den habe ich jetzt Steine gesagt, ich meine natürlich die Baumstämme. So, dann geht es auf jeden Fall weiter. Und zwar dorthin bei der Brücke, wo wir gerade waren, machen wir jetzt hier ein schönes Loch hier rein, damit wir auf jeden Fall da rein können. Da erwartet uns dann auch ein Minikit, das habe ich beim, ja, noch nicht sofort gecheckt, genau das wollte ich sagen. Ja, das komische Zerschmettern hier funktioniert nicht immer, ich muss das irgendwie immer aufschneiden, das nervt mich voll. So, genau hier ist dann das Minikit, das holen wir uns aber sofort gleich auf, aber jetzt befreien wir erstmal den Rebell und dann müssen wir drei befreien und hier müsste mir eigentlich alles zerstören, aber dazu erst sofort, denn jetzt müssen wir erst einmal diese Gegenstände hier anheben, damit wir nach oben zu meinem schönen Minikit kommen. Und was ihr auch machen könnt, dass ihr den Finger jetzt ein kleines Stückchen runternimmt, eure Maus auf der Abonnier-Button hebt und dann schön draufklickt. Also nicht die Maus, sondern der Cursor in dem Fall. Oder wenn ihr was Handy habt, einfach draufdrücke und auch noch meine Instagram-Seite folge. Das wäre nämlich ein Erfolg für mich. Und genauso eben war das dritte Minikit auch ein Erfolg für euch. So, genau, das Geschütz hier kann man auch nutzen. Und jetzt haben wir hier das nächste Rebellennetz. Zack. Dann fehlt uns nur noch eins. Dazu rennen wir einfach wieder nach dort hinten durch. Da wo wir gerade über den ATS die Blatt gemacht habe. Und da haben wir auch schon den Rebell befreit. Jetzt fehlt uns nur noch ein Minikit. Dazu müssen wir zurück, gerade an die eben genannte Stelle, die mir vorhin nicht richtig bearbeitet habe, weil ich das noch nicht gleich gecheckt habe. Aber ich denke mal, jetzt müsste ich auf jeden Fall alles kaputt machen. Das ist dann auf jeden Fall genau das, was man machen sollte. Dann zusammenbasteln und dann mit jemand Imperialen die Konsole bearbeite. Zack, zwei Wände. Viermal links. Links, 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 links. Jawohl. Links, links, links. Hinter der Konsole stinkt's. So. Genau, und jetzt ist der Abonnement noch mal kurz da. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann will ich es jetzt nur noch im Schluss Folge sagen. Zack. Jawohl, und dann haben wir auch schon das 5. von 5. Minikit. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch beim Let's Play vorbeigucken. Denn die Herausforderungen vom Let's Play sind jetzt das Einzige, was uns noch hier fehlt.
So, dazu einmal nach dorthin. Ich habe mir das jetzt mal in einer sehr schnellen Geschwindigkeit für euch reingemacht, weil das auf jeden Fall sehr bescheuert war, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall müsst ihr zurück auf den AT-ST, der rechte, damit ihr die nächste Aufgabe weitermachen könnt. Genau, dazu zurück ins Let's Play. Dazu müsst ihr jetzt die Speederbikes kaputt machen, die drei Stück, die hier rumfliegen. Denn dann gibt es dafür ein Minikit. Genau, hier ist wie gesagt noch so komischer Cuttings, beziehungsweise habt ihr das Wiederholungsdings da gar nicht, wie gesagt, habt ihr gar nicht mitbekommen, weil ihr die Tonspur verreckt ist. So, und da haben wir auch den dritten zerstört und das zweite Minikit aus Let's Play bekommen. Und dann fehlt uns jetzt nur noch der Geröllhaufe Auslösungsteils da. Wir schießen auf die Felsen runter und dann wäre die Sturmtruppler qualvoll zerquetscht. So, ja, so wie sich's für angemessenes Kinderspiel verhalten muss. Ja, fliegt zwischen den Füßen der AT-STs durch, bringt die Sturmtruppen mit Hilfe von Gedankentricks da an und spür das letzte da halt noch, der Klassiker. So, zwei Minikits haben wir im Let's Play bekommen. Dann haben wir jetzt E-Rock, Rock'n'Roll und Helmtrommel-Sammlung bekommen. Die Aufnahme hat wie gesagt schon gecuttet und ist wie gesagt kann ich mehr aussprache. Ja, also dann haben wir jetzt hier die drei Minikits noch und bekommen den imperiale Thai-Abfangjäger. Jetzt schauen wir uns noch die Herausforderung an, die ich mir gleich noch bekommen habe. Verteidigung des Spackers haben wir jetzt geschafft. Und der Klassiker haben wir jetzt auch, wegen den Baumstämme da. Ich habe mich gerade hier voll auf meinen Pop-Up draufgespuckt, eklig. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Ansehen, lasst ein Like und ein Abo da, eine fröhliche Zeit noch. Ciao!